Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob man dann wieder hierhin zurück kann. Was ist das denn? Wieso plöppt jetzt hier so viel auf? Deswegen wollten wir hier oben die Sache noch machen vorher mit ein menschliches Versteck. Ah, jetzt ist es weg. Da können wir nicht hinporten, aber wir müssen im Endeffekt dem Wasserfluss da in der Richtung folgen. Dann machen wir das doch mal. Das geht... Ach so, Moment. Haha. Das geht da hinten hoch. Ach so, das ist der Wasserfall, den die meinen, ne? Ja, irgendwann verstehe ich die einfachsten Aussagen auch mal. Ja, da hinten ist was am Leuchten. Ich habe es schon gesehen. Mal schauen, wie wir jetzt da hinkommen. Ich hoffe, wir können jetzt einfach so ins Wasser springen. There's always something behind the waterfall. Da können wir hier durch. Wir können sogar zu Fuß hier durch. Sehr cool. Wir müssen gar nicht nass werden. Das ist ja super. A little hangout spot. Mit einem Gesundheitspaket. Ja, sehr cool. Was ist das denn? Lebenskraft. Moment, da schauen wir auch mal eben nach. Die Frage ist jetzt, worunter finden wir das Ganze jetzt? Fertigkeitsbaum oder was? Lebenskraft 1. Ah, okay. Haben wir erhalten. Und dafür bräuchten wir dann 3 Gesundheitspakete. Ja, ja, das ist dann genauso, wie ich gesagt hatte. Hier ändert sich dann nur was, wenn wir was finden. Ausdauer. Da gibt es nochmal Ausdauerpakete. Okay. Dr. DuPont's ID Badge. So this is the face Vallette has been looking for. Ah, okay. Dann haben wir für den einen schon mal was gefunden. Vom Schreibtisch des Dr. DuPont. Marguerite hatte recht. Es ist gut, einen Ort zu haben, an dem ich mich entspannen und meine aufgewühlten Gedanken sortieren kann. Dieser bemerkenswerte Planet ist so voller Leben. Wir werden sicher alles finden, was wir brauchen. Unsere Karrieren sind auf Lebenszeit gesichert. Karrieren, aha. Selbst der alte Grießkram Krativas kann seine Begeisterung nicht verbergen. Und die Namen scheinen uns willkommen zu heißen. Das kleine Kerlchen Vaeti kommt Tag für Tag zurück und stellt immer noch mehr Fragen. Es ist bemerkenswert, wie schnell diese Wesen sich unserer Ausdrucksweise aneignen. Wirklich bemerkenswert. Dr. Michael DuPont. Hallo? Used to come here to chill out. Da stand mit B, soll ich das hier registrieren? Und dann springt die hier einfach zurück. Vorne ist nichts mehr sinnvoll. Ne? Das ist auch nichts sinnvoll. Okay. Sprich mit Vaeti. Das war... Das war der Kleine. Also das ist das Kleine. Ne? Der den Ausfass haben wollte, glaube ich. Ne? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Ich habe uns immer gedacht, die tauchen dann wieder auf, wenn die einmal weggebracht wurden. Aber anscheinend tauchen die doch nicht wieder auf. Der war irgendwo da hinten, glaube ich. Ne? Durch. So, das ist so wieder dieser typische Eingang. Ach, das war der auf der Brücke? Oh! Aber die Brücke, die wir vielleicht lieber von oben angehen sollten. Machen wir das anders. Ich habe jetzt gerade eine andere Brücke irgendwie im Kopf gehabt, aber die war gar nicht hier. Davon mal abgesehen. Genau, der hier. Hey, Vaeti, ich habe was gefunden, was dir gefallen wird. Einen ganzen Container voll Kugelschreiber. Was? Nein, den Ausweis von deinem Freund, Dr. DuPont. Hier hast du ihn. Oh ja, das bedeutet uns auch viel. Danke, bemerkenswert. Hey, kurze Frage. Ich habe ein paar Notizen vom alten Aleph-Team gefunden. Könntest du mir etwas mehr über die Teammitglieder erzählen? Schließlich kanntest du sie. Aber klar doch. Was sollen wir dir erklären? Achso, Fähigkeitspunkt. Ich dachte gerade schon. Wie war Dr. Michael DuPont denn so? Ein großartiger Mensch. Bemerkenswert.
Wir haben ihm bei vielen Dingen geholfen, bis er gegangen ist. Warum sind die Menschen weggegangen? Wegen des Welkens. Die Menschen meinten, es sei zu gefährlich, aber das ergibt keinen Sinn. Damals war das Welken noch sehr selten und langsam. Gar nicht bemerkenswert. Wir haben die Menschen nicht mehr gesehen, bevor sie abgereist sind. Eines Tages waren sie einfach weg. Wie war Dr. Jeremiah Kratevas? Mit diesen Menschen haben wir nicht viel gesprochen. Oder besser gesagt, wir haben gesprochen, aber der Doktor hat nicht geantwortet. Wie unhöflich. Dr. Kratevas war immer sehr beschäftigt, konzentriert. Das ist etwas, das wir an den Menschen lieben. Wie war Dr. Margaretur? Ruhig. So lange, bis etwas Aufregendes passiert ist. So ähnlich wie bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, genauso bin ich auch. Etwas Aufregendes? Was denn zum Beispiel? Die Stampede einer Ora-Herde. Ein riesiger Schwarm Ohol, der über uns hinwegzog. Dann haben ihre Augen gefunkelt und ihre Worte wurden zu Musik. Wenn Dr. Tour zu uns gehört hätte, wäre sie bestimmt ein Hirtennamen geworden. Okay. Wir haben... Achso, das war das mit dem Dschungeltor, genau. Aber wir haben doch jetzt noch was rausgefunden. Da ist noch ein Fragezeichen. Achso, das ist wieder was Neues. Haben wir nicht noch irgendwas rausgefunden für die eine hier? Bildhauerisches Meister. Och, jetzt geht doch nicht. Grüner Daumen, das war das mit den Pflanzenarten. Ansonsten ist jetzt nur das Dschungel. Hä? Mussten wir nicht für sie noch irgendwas machen? Oder haben wir das schon abgeschlossen? Ich hab's jetzt gerade nicht mehr so im Kopf. Wie geht es dir, Obon? Wir sind verwirrt. Wir haben Angst, ohne zu wissen, warum. Ach, das geht allen Teenagern so. Das ist normal. Dürfen wir dich um einen Gefallen bitten? Wir haben gehört, dass in Vaetis Versteck für Menschensachen ein cooler Helm ist. Könntest du ihn für uns ausleihen? Warum sprichst du ausleihen so komisch aus? Es tut mir leid, wenn ihr mal ein klatschendes Geräusch hören solltet. Ich habe eine mega nervige kleine Fliege hier die ganze Zeit um mich rumschwirren. Und warum fragst du Vaeti nicht selbst? Vaeti darf nichts davon wissen. Das ist uns peinlich. Wir wollen ihn nur eine Sekunde. Es geht ganz schnell, versprochen. Was ist so cool an diesem Helm? Wir wollen ihn einfach, okay? Kannst du aufhören, Fragen zu stellen? Ist ja gut, ganz ruhig. Ich werde sehen, was ich tun kann. Reg dich doch nicht so auf. Danke, Mensch. Es gibt alles Sinn, wir schwören es. Hast du noch weiter über die Liebe nachgedacht? Na klar, aber eine Sache verwirrt uns immer noch an der menschlichen Liebe. Wie vielen müssen wir unsere tiefe romantische Liebe schenken? 80 oder 90? Können wir schaffen, aber vielleicht ist das nicht genug. Boah, also auf der Erde sind es normalerweise... es ist kompliziert. Was ist denn daran kompliziert? Man hat eine Person, die man liebt und fertig. Für manche Menschen ist eine einzige Person genug. Andererseits... Oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Liebesvögel. Wenn man ein Liebesvogel ist, dann sucht man sich einen anderen Vogel aus, den man mag. Nur einen. Das ist... absurd. Ich mache die Regeln nicht, Nesthäkchen. All unsere Liebe für ein einziges Namen? Die würden platzen. Ich hoffe, der meint das jetzt nicht körperlich oder so. Von wegen, die würden... Oh, hä? Wieso stehe ich jetzt hier dran? Hallo? Ich wollte gerade nur die Karte aufmachen. Ein bildhauerisches... Nee, menschliche Liebe. Hier, besorge den Helm. Das würde ich dann gerne mal eben machen.
Ich habe aber noch keine Ahnung, was ich jetzt genau machen muss. Muss ich den jetzt stehlen? Also ausleihen, wie er das so schön gesagt hat. War das von Vaeti? Ach so, da, den Helm. Okay. Was machst du da, meine Freundin? Ah, nichts. Nur ein Schaufensterbummel. Oh, wir haben gerade keine Fenster zum Schauen. Komm später wieder. Klar. Ja, natürlich. Wird gemacht. Ernsthaft? Der hat das nicht mitbekommen? Also normalerweise kriegt jeder mit, wenn irgendjemand etwas stiehlt, weil die sich auch sehr häufig, sehr offensichtlich, verhalten. Hey, ich habe den Helm für dich besorgt. Aha. Ich fühle mich irgendwie mies, dass ich ihn Vaeti unter der Nase weggeklaut habe, aber hier ist er. Er ist perfekt. Dürfen wir dich noch um eine Sache bitten? Wenn ich noch was klauen soll? Ein Porträt. Bitte, du hast doch so eine menschliche Bildmaschine, oder? Ich soll ein Foto von dir machen? Mit dem Helm, ja. Okay, das kann ich machen. Sorge dafür, dass wir eindrucksvoll und kriegerisch aussehen. Zeig es uns, wenn du fertig bist. Ja. Naja, eindrucksvoll und kriegerisch sieht er jetzt nicht gerade aus, ne? In Galerie speichern. Aber er will, glaube ich, auch nicht anders aussehen, so wie das aussieht. Gut siehst du aus, Obom. Hast du das Bild? Zeig mal her. Es ist sehr imposant. Es ist perfekt. Wenn Rimi das sieht, werden sie sich sicher in uns verlieben. Was? Du hast das alles nur gemacht, um das Bild einem anderen Namen zu zeigen? Nein. Wir haben das gemacht, damit du das Bild an einem anderen Namen zeigen kannst. Ich wusste es. Bitte bring dieses Bild zur Wache Rimiri, oben am Torhaus. Das wird diese Hohlbirne umhauen. Hohlbirne? Obon, ich glaube, was du für Rimiri empfindest, ist nicht unbedingt Liebe. Erzähl uns nicht, was wir fühlen. Okay, okay, sorry. Los, zeig Rimiri das stattliche und imposante Bild von uns. Wir werden diese verwirrenden Menschenemotionen fühlen und wenn sie uns umbringt. Aha. Ja, okay, ganz wie er möchte. Kann man hier irgendwo eine Abkürzung machen? Das sieht doch gut aus. Okay, müssen wir euch eigentlich auch wegbringen? Ich glaube ja, oder? Kommt doch auch herbei, ihr anderen drei. Also eigentlich die anderen sind ja nur zwei, aber egal. So, euch muss ich noch wegschicken. Na toll. Ich sollte drei machen und jetzt steht da fünf Kreaturen in der Nähe, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ach, da hinten sind noch welche. So, noch zwei. Da sind noch welche. Hallo. Kommt mit, kommt mit. Mit, ihr kleinen Kinderlein. Ich stecke euch in den Transporter rein. Da werdet ihr weggebeamt. Ja, das ist fein. Auf Nimmerwiedersehenlein. So, vielleicht können wir damit unserer Quest auch mal fortfahren. Aber ich wollte mal ganz kurz beim Fähigkeitsbaum reingucken. Moment, wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? Und was ist überhaupt noch offen? Das ist jetzt die Frage. Rolle, Alchemistin, reduziert die Kosten für die Erforschung neuer Rezepte. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Das wäre eigentlich was Gutes. Und was ist das? Entfesselte so viele wie möglich mit einem Strahlen. Ja, machen wir erstmal das hier. So.
Ja, das ist schön. Hä? Ach nee, der mit dem einen. Gehst du jetzt da runter? Der mit dem einen Punkt, das war hier unten. Des Christzaubers ist stärker. Ach ja. Können wir den noch. Den können wir noch machen, ne? Okay. Das heißt, Überladungskosten sinken. Verbrauchsobjekte sind stärker. Also vier Pünktchen sollten wir auf jeden Fall noch haben, damit wir dann hier besser zurechtkommen. Gut, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wie weit ist das entfernt? Ja, meine ich doch. Da können wir uns mal eben hier unten hin porten. Habe ich mich jetzt zum richtigen hingeportet? Doch, das war das Richtige, ne? So, das ist bestimmt hier der eine, der oben links stand, oder? Oder ist das der, der auf der Brücke stand? Ach ja, eine tolle Liebe empfinden die Namen hier. Naja. Ach nee, das ist der hier unten. Remiri, kennst du Obon, das Nestigchen des Dorfoberhaupts? Was hat der kleine Fratz jetzt wieder angestellt? Nichts, ich soll dir das hier zeigen. Ja, das ist Obon. Das ist doch ein schöner Helm, oder? Obon trägt einen Helm. Oh ja, stimmt. Sehr amüsant. Danke. Du fühlst dich nicht zufällig einen Anflug von Zuneigung, Bewunderung? Liebe? Oh, klar. Wir lieben Obon natürlich. Wir lieben Obon und Honlo und Septi und Ishtar und Fenty und Vajeti und schon klar. Aber du liebst sie, als wären sie deine Familie. Genau, so würde ein Mensch das vermutlich ausdrücken. Das dachte ich mir. Also dann, danke. Ja, kehre zu Obern zurück. Das machen wir dann aber, indem wir dahin reisen. Schwubbeldi-dubbeldi-dupp. Die von hier vorne habe ich jetzt eben eingesammelt, ne? Der war doch hier unten, oder nicht? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Obon, wir müssen reden. Bring es hinter dich. Brech unser Herz. Es tut mir leid, aber Remiri liebt dich nicht zurück. Ich weiß nicht viel über die Balzrituale der Namen, aber vielleicht. Was für Rituale? Ich meine, dass wir das Ganze vielleicht falsch angehen. Willst du damit sagen, dass unsere Suche nach Romantik erfolglos ist? Nicht erfolglos, aber vielleicht ein bisschen zu plump? Wenn Menschen sich lieben, dann reden sie viel miteinander. Sie zeigen potenziellen Geliebten keine unrealistischen Selbstporträts? Naja, wenn du es so sagst. Nein, hör zu. Sie sagen sich Dinge, wunderschöne Dinge, wie Poesie. 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 Wir werden darüber nachdenken. Danke, Mensch. Ja, und schon wieder bin ich verwirrter als vorher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Haben jetzt immer noch diese Quests hier. Das mit dem Foto. Wenn ich das jetzt markiere, zeigt er mir aber nicht an, wo ich diese Fotos holen kann, ne? Der Ruf des Dschungels ist klar. Sechs Pflanzenarten aus dem Dschungel, fünf aus dem Sumpf und vier aus den Dünen. Ja, aber dann muss ich ja vorher in den Dschungel gehen. Das heißt, normalerweise müsste ich dann ja auch ganz normal wieder zurückkommen können. Also ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass wir dann die Aufgabe tatsächlich machen können, ohne dass wir da ja Angst haben müssen, dass da irgendwas dann nicht mehr funktioniert, dass wir nicht mehr zurückkommen. Es war jetzt nur eine Vermutung von mir, aber komme ich hier nochmal raus? Ich komme ja nie mehr raus, Hilfe! Ah! Moment, Moment. Oder kann ich da vielleicht hinporten? Das wäre natürlich auch gut. Ach ja, klar, ist doch da in der Nähe. Mache ich. Ach nein! Ach shit. Ja, ist zwar schön, dass das da in der Nähe ist, aber ich komme ja nur über diese Brücke dahin, glaube ich, ne?
Ja, ja, das ist dieses eine. Ah, ich bin so doof. Das heißt, ich müsste theoretisch... Da oben ist die Brücke. Da kam ich... Ich habe alles wieder vergessen. Von wo kam ich denn da hin? Da hinten ist ein Seilbahn, dass ich da hochkam. Aber das ist die falsche Brücke. Ich muss von dieser Brücke aus dahin, ne? Genau, das heißt, ich muss hier hochlaufen. Mit anderen Worten, ich war eigentlich gerade schon richtig. Nur an der falschen Stelle. So, Moment. Hier hochlaufen und das ist schon die Brücke, genau. Warum? Hallo, warum ist die nicht gesprungen gerade? Normalerweise kann man doch immer springen, auch wenn man am Sprinten ist. Jetzt macht's es wieder. War jetzt irgendwie gerade ganz komisch. Das hatte ich schon fotografiert, genau. So. Muss ich hochspringen? Ich glaube, letztes Mal bin ich links rumgelaufen. Aber egal. So, hi. Bereit für einen Traumjob in den Tropen, Nima? Achso, das war ich. Du machst Witze, aber der Nari-Dschungel ist schon seit Ewigkeiten abgeschnitten. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Alles, was wir von den Dschungelnamen gehört haben, ist das Wortlied der Ohol. Das hat die Tamoralan nie sehr gestört, aber die können Ava ja nicht tief in sich spüren. Sie brauchen kein Ohol, um zu wissen, dass es den anderen Namen gut geht. Sie fühlen es einfach. Aber fühlst du es nicht auch? Ich... Wir müssen los. Keine Zeit zu vertrödeln. Namura Grashügel. Der Radstein fühlt sich wieder leblos an. Egal. Wir müssen uns die Antarktis-Ruinen ansehen. Irgendwo hier draußen muss es einen Waisenstein geben. Halt, Moment mal. Meinst du nicht, dass du das Ura von hinten aufzäumst? Ich muss die Kreaturen des Dschungels retten. Und wie mein wunderbar geduldiger Musiklehrer Septi mir beigebracht hat, man Dschungelspezies nicht mit dem Lied der Gräser besänftigen. Aber du musst. Ich muss die Namen aufsuchen, die in dieser Region leben. Ich muss ihre Lieder lernen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich habe heute keine Zeit zum Spielen, Nima. Ich habe Flötenunterricht. Wir schauen uns den Waisenstein an, bevor wir gehen. Versprochen. Aber lass uns erstmal... Dann musst du den Weg zur Dschungelsiedlung halt allein finden. Oh, bist du böse auf mich? Ich mach das hier nicht aus Spaß, weißt du? Ich muss mich an den Plan halten. Und ich halte mich an meinen. Das Welken darf nicht auf. Vergiss es. Geh schon, folge dem Pfad. Du findest den Weg auch ohne mich. Na gut. Ja, aber was meinte er jetzt gerade mit... Sind wir jetzt hier rausgekommen oder nicht? Reisen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach so, wenn ich auf Reisen gehe, dann kann ich wieder zurück zum anderen Bereich oder wie? Ich probiere das mal eben. Ah ja, cool.
Also wir können immer hin und her. Das ist super. Dann habe ich diese Frage auch schon mal beantwortet. Das finde ich gut. Ich würde dann aber trotzdem sagen, dass wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil hier fängt jetzt wieder ein komplett neues Gebiet an und ihr seht ja schon, hier hat man eine Menge zu tun, gehe ich mal von aus. Das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal hier diese Dschungelnamen zu finden. Ich hoffe dann mit dieser Quest auch etwas anzunehmen, womit ich da Musik lernen kann und so weiter. Zeigt er uns das hier eigentlich? Nee, den Nari-Dschungel zeigt er nicht mehr an. Nur noch, was wir hier machen können. Na gut. Okay, aber das ist schon mal richtig cool. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, was wir hier alles machen können. Und was wir machen können, wissen wir nicht. Aber dass wir auf jeden Fall jede Menge noch zu machen haben. Und wir wissen, dass wir uns jederzeit hin und her teleportieren können, sozusagen von einem Land ins andere. Das heißt, ich muss keine Panik haben, dass ich irgendetwas nicht machen kann, sondern ja, kann halt überall jederzeit hin, im Gegensatz zu dem, was ich mal in einem Steam-Kommentar gelesen habe, weil es hat mal irgendjemand das Spiel, ich weiß nicht mal, ob er es bewertet, also schlecht bewertet hatte oder ob er es nur da reingeschrieben hatte. Da war nämlich im Kommentar drin, dass man nicht mehr zurück kann und das hat mich so irritiert, weil das ja sehr unlogisch wäre, dass ich deswegen jetzt ein bisschen Panik hatte die letzte Folge über. Aber es funktioniert einwandfrei, man kann hin und her reisen, wie man möchte und ja, dann braucht ihr euch auch keine Gedanken darum zu machen. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hier, ich sag mal, die Dschungelnamen besuchen gehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!